Hallo, heute werde ich euch ein Schulterprogramm zeigen und zwar nur mit Kurzhanteln. Ich werde euch insgesamt 5 Übungen zeigen und zwar werden wir anfangen mit Seitheben, das ist sozusagen für den seitlichen Schultermuskel. Dann werden wir Frontheben machen, das ist für den vorderen Schultermuskel. Dann werden wir Kurzhantel drücken, das ist sozusagen eine Grundübung für die Schultermuskulatur. Dann Seitheben vorgebeugt für den hinteren Schultermuskel und dann noch zu allerletzt werden wir noch den Trapezius sozusagen Trapez heben. So, dann werden wir mal anfangen und zwar mit Seitheben. Davon macht ihr dann insgesamt 4 Sätze, also 4 Durchgänge, so zwischen 8 und 12 Wiederholungen. Danach macht ihr, wie gesagt, dann Frontheben. Und die Gewichte, die müsst ihr natürlich dann individuell für euch dann raussuchen und dann, was eure Kraft anbetrifft, anpassen. Ich nehme jetzt hier immer die gleichen Gewichte, nur zur Vorführung. So, und jetzt kommt Frontheben. So, davon macht ihr auch, wie gesagt, wieder 4 Sätze und auch so zwischen 8 und 12 Wiederholungen. Die nächste Übung ist dann, wie gesagt, Kurzhantel drücken. Das ist eine Grundübung für die komplette Schultermuskulatur. So, und wieder 4 Sätze und auch so zwischen 8 und 12 Wiederholungen. Ja, wenn ihr damit fertig seid, dann kommt die hintere Schultermuskulatur zum Training und zwar Seitheben vorgebeugt. Ja, wie gesagt, ich mache die einarmig, aber ihr könnt die Übung natürlich auch sozusagen beidarmig machen.
Das könnt ihr dann selbst entscheiden. Man kann ja immer variieren, um immer neue Reize für die Muskulatur zu geben. Davon auch wieder 4 Sätze und auch so zwischen 8 und 12 Wiederholungen. Und wenn ihr damit fertig seid, dann kommt zu allerletzt der Trapezius. Und dem machen wir auch mit Kurzhanteln. Und zwar Nacken heben. Ja, das habe ich jetzt natürlich auch wieder einarmig gemacht. Ihr könnt natürlich auch diese Übung beidseitig, gleichzeitig machen. Ja, und davon dann wieder auch 4 Durchgänge und auch so zwischen 8 und 12 Wiederholungen. So, das war's eigentlich. Ich wünsche euch dann alle viel Spaß und Erfolg und dann immer durchhalten.